Ja, welche Maßnahmen? Wir haben unser Konzept dahingehend eigentlich optimiert, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt wirklich wie ein Hütchenspiel. Sollte jemand erkranken, dann ist das ja schon schlimm genug, aber dann trifft es halt nur das betroffene Team. Angenommen 4 oder 5 Leute maximal und nicht mehr das ganze Unternehmen, weil wir natürlich vorher als Unternehmen auch als Menschen miteinander harmoniert und auch funktioniert haben. Muss ich vorstellen, ich habe 4 Gläser mit Wasser in einem Glas. Tropfe ich jetzt einen Tropfen mit Gift, dann ist dieses Glas halt vergiftet, aber die anderen 3 nicht. Das Gift löst sich aber nach einer Zeit wieder auf und man hofft dann, dass man das Glas wieder gebrauchen kann und irgendwann auch wieder alle 4 Gläser in eine große Karaffe schütten kann, um dann gemeinschaftlich wieder davon zu trinken. Wir haben einen eigenen Arzt organisiert, so gesehen, für unseren Betrieb, wo wir täglich Schnelltests machen können oder halt auch Langzeittests. So dass wir sofort reagieren können. Wir haben es diese Woche auch schon wieder 2-mal Mitarbeiter, die sich melden, die sagen, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, in der Familie, da war Kontakt oder ich fühle mich auch so unsicher. Die gehen zum Test und kommen dann erst wieder oder gelangen erst wieder zum Team oder ins Unternehmen, wenn der Test negativ ist. Ich denke, ja, mehr Maßnahmen kann man dann auch nicht großartig umsetzen. Ich bin da heilfroh, dass die Mitarbeiter mitziehen. Es muss natürlich keiner. Aber alle machen mit und stehen dahinter und das ist für uns dann ein gutes Zeichen. Und ich hoffe einfach, dass wir alle gemeinsam gesund bleiben.